Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Frühling. Ich wollte gerade sagen Ostseeküste. Nee, so weit sind wir noch nicht. Auf der Ostseeküste. Frühling, Mann. Komme ich denn auf Ostsee? Weil ich nur Ostseeküste machen muss. Deswegen. Nee, hier auf der Frühling von hier Ultramapper Kolle. Kennt ihr den? Sag mal, kennt ihr Kalle den Ultramapper? Kennt ihr nicht? Ihr habt die was verpasst, der zeig euch. So lange Rede gar keinen Sinn. Ich wollte eigentlich Bülkes kaufen, ne? Damit wir das auch mal erledigt haben. Aber jetzt müssen wir ja schon wieder missen. Und so wie immer steht alles im Weg. Wir haben den Wagner geporkt. Schikanenmesse. Wieso ist hier eigentlich so viel Links Mist drin? Ich hab das doch letztens erst leer gemacht, oder ne? Oder bin ich da wieder total schief? Nee, haben wir doch letztens erst leer gemacht, ne? Heiliges Blechle. Vor und Könne. Nicht, hast gesehen? So, da muss gleich noch Stroh rein, ne? Machen wir jetzt eher hier. Eher. Wir hätten gerne... Ne, wir brauchen hier Männle. Machen wir 10 Stück. Jo, danke. Dann läuft, ne? Dum, 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 dum. So, das läuft. Hier den Hobel eben angeschmissen. Guck mal. Ja, wir brauchen noch ein Bild, ne? Druck. Bullekes is coming. Vorne ist bestimmt leer, oder? Halt nochmal eben aus hinten, den Hobel. Dann kann er eben hier stehen bleiben. Wir müssen ja noch Stroh holen. Bis später. Das läuft hier wie geschnitten Brot. Nur nicht so schnell. Ehrlich, ne? Ehrlich. Frühling ist immer wieder schön. Was ist, wenn hier der Koffer stehen? Und die ist total unterkoffeiniert. Und müsste Koffer trinken? Nee. Kommt doch gar nicht zu. Schikranisse. Das ist vorne. Jo, jo, läuft bei euch. Onkel ist ja anders away. Wenn man eben Stroh hier ran organisiert. Hoffentlich gehen zwei auf einmal. Ja, ging ja letztes Mal auch, ne? So, wenn ihr jetzt noch was erzählen würdest, Svenny, wäre es ja echt gut, ne? Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schwierig. Schwieriges Thema im Moment. Oh, oh, oh. Muss mal eine rein, ne? Ja, ist doch da alles drin, Mann? Sind doch Knuckle finden, hast du das gesehen, ey? Direkt die falschen gekauft. Wir haben noch zum Händler gesagt, ich will nicht solche Knuckle Fittens. Schickeres. Knuckle war Möbeli. Die habe ich natürlich direkt gekriegt. Ja, der Hofarbeit, ne? Der hält halt ein bisschen auf, weil man muss ja auch gemacht werden, ne? Ist halt so ein Ding. Genau, jetzt bin ich auch noch Schiete gefahren, du. Ist noch Mittag. So, dahin. Schmeiß mal runter da. Wir nehmen dann noch so eine Bolle mit, ne? Weil die da gerade so mitten im Weg steht. Das ist eigentlich reichen, oder? Hoffe ich. Ich hätte ja auch nachgucken können, aber das wäre ja viel zu einfach. Lassen wir das ja nicht.
Hey, guck mal, der Mann mit dem Stroh ist da. Ach nee, das liegt gegen anders, ne? Schickram, Schickram. Das reicht. Perfekt. Die Bolle kannst du ruhig drin stehen lassen. Da freuen die sich. Da schubbern die sich dran. Ja, yeah, ist wahr. Die freuen sich. Und? Korrekt, guck mal. Der ist gleich zu Hause da. Siehst du den da? Guck mal, der ist direkt hier zu Hause. Herrlich, ne? Herrlich. Korrekt, ne? Ja, der Helga kommt gleich mit dem Muckenpatsche und macht die Fliegen hier tot. Ja, ist kein Ding. Schick die gleich rüber her. Oh, da freue ich mich ja. Endlich ein paar Viecher in den Hof. Herrlich, ne? Ganz ehrlich, herrlich. Immer wieder schön. Ja, da geht's jetzt auf, ne? Da freue ich mich, ja. Das haben wir auch geschafft. Was lange üblen ist ein Wert oder. Ach, Schickram weiß auch nicht, wie das geht hier. Was lange wert. Ja, und wollte? Weiß ich nicht. Oh, wir müssen ja hier hin. Wie ich fast falsch gefahren. Schickram, Schickram. Was lange wird. Ach, ich weiß nicht, wie geht das denn weiter? Wisst ihr das? Was länger wird, wird gut oder wie war das? Ich weiß es echt nicht mehr. Was schaut mein Haupt? Ich werde alt, ich verkalke. Ja, was lange wird, wird gut oder wie war das? Das wundert mich jetzt, weil ich das nicht weiß, ne? Hier in unsere Futterhalle, ne? Kommt das alles schön rein. Was lange wird, wird gut, oder nicht? Ich weiß es echt nicht. Stroh werden wir ein Problem kriegen, ne? Das müssen wir auf jeden Fall zukaufen. Da werden wir echt mal essen dauern, ne? Ich hab schon Hunger, kann auch nicht sein. Obwohl ich esse ja mittags auch normal nichts, ne? Ist auch nicht so gesund, aber egal. Ist jetzt abends und heute gibt es wieder Erbseneintopf und Dead bei oh, 25 Grad. Schicki fein. Guck mal, Blöcke gekauft, Heu abgeladen. Schickram, ey, wir haben richtig was geschafft diesmal. Fertig gehäckselt. Heu von der Wiese. Mich fett, echt. Wir haben richtig was geschafft diesmal. Räumen wir jetzt noch ein bisschen auf. Und dann haben wir es für diese Aufnahmesession erstmal. Alter Witzke, was ist denn hier los? Komm mal wieder runter, da auch Kollege. So haben wir nicht gewettet. Wird schon gleich 3 Uhr. Sind wir jetzt nicht da gerade für. Ohne People. Eben stand er 1 Stunde 30 Minuten. Habe ich gedacht, um 3 Uhr bist fertig. Ne? Jetzt ist er eine ganze Ecke eher fertig. Wie viel mich das da auch vor ohne People, oder? Shit, drop. So, den machen wir noch durch. Der muss da hin. Was ist denn das für eine Balle? Wie? Schick. Ja, wieder richtig gut hingekriegt, ne? Jetzt hängt die fest! Für Eppelinski hier.
Davon lassen wir uns aber nicht untergehen, ne? Hast du gesehen? Wie elegant wir das trotzdem noch wieder hingekriegt haben. Gut, ne? So, das haben wir. Das haben wir, habe ich gesagt, ne? Wie immer noch dieses Zauberhuhn? Wo ist der? Ist das weg? Habt ihr das Zauberhuhn gesehen? Das nennt sich auch Davine Copperfield. Ist nicht mehr da? Habt ihr das weggescheut? Ist weg? Okay. Nicht weiter sagen, dass das weg ist, ne? Das ist nicht mehr da, der Zauberhuhn. So lange Rede gar keinen Sinn. Ich wollte hier aufräumen, ne? Hat er gesagt, ne? Sollte er das auch mal machen? Dann machen wir nicht hier so einen Wasserschlauch? Tatsache. Helge! Helge, den Schlauch habe ich schon mal in der Hand. Kannst du den Rest mal eben abrollen? Ich wollte Dreschkasten hier waschen, weißt du? Wer? Nee, mach mal dran da. Danke. Ja, Helge, die ist immer so vorbildlich, ne? Die sorgt immer dafür, dass sie nicht so weit laufen muss. Oh, kriegen wir einen Besuch oder was? Ja. Normal hätte ich jetzt bis da hinten zum Stall fahren müssen und dann hier so, ne? Aber der Helge. Direkt zum Wasserhahn gesputet, der Handy in den Misthaufen geschmissen, um einen Schlauch da anzuschließen. Korrekt, ne? So. Danke, Helge. Danke. Du bist so gut zu mir. Sag mal, kann ich den hier liegen lassen? Räumst du weg? Ich habe auch nicht so viel Zeit, Helgelein. Sehr nett von dir, Helgelein, dass du das wegräumst. Ja. Ich schließe dich heute Abend in meine Abendgebete ein, die ich nie führe. Nee, da habe ich auch keine Verträge mit. Die sind hier kaum wie lang, ne? Ja. Mich erinnert's dunkel. Oh, Schickram. Ich hab den Wagen noch mitten im Weg stehen, ne? So viel zum Thema, worum wir hin. Schafft hat heute noch. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja keinen Stress mehr. Wir haben ja ziemlich alles gut hingekriegt, ne? Von daher, es ist immer schwierig, wenn die so einen kurzen Deichsel, also so einen kurzen Weg als Deichsel haben. Da kannst du dich schlecht zurückschieben, ne? Geht mir das nur so. Nee. Kannst besser einen Longwagen zurückschieben wie diese kurzen Dinge. Ich hab's heute nicht Druck mehr. Ja, dann merkst du gar nicht, oder? Merkt man gar nicht, ne? Hab ich auch nicht gemerkt. Aber liebe Leute! Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen von diesen ganzen... Ach, der passt da ja gar nicht rein. Grande de Malheur. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!